Herzlich willkommen zu unserer YouTube-Session Nummer 2. Tausend Dank an dieser Stelle für die positiven Rückmeldungen auf das erste Tutorial. Heute widmen wir uns gleich drei Chören aus dem Belsazer. Zwei davon sind sehr kurz, wollen aber auch geübt sein. Beim dritten habe ich euch den ersten Teil zum Studieren und Üben aufbereitet. Am Anfang steht heute die berühmteste aller Szenen. Belsazars Festgelage. Trotz der Warnung durch seine Mutter Nitokris und trotz der Bitten der aufgebrachten Juden lässt Belsazar die heiligen Gefäße herbeischaffen, die sein Vater einst beim Feldzug gegen Israel aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hat. Belsazar spottet über den Gott Jehova, der damals zu schwach war, sein Volk zu beschützen, und jetzt anscheinend auch schweigend zusieht, wie die Tempelgefäße für Belsazars Party missbraucht werden. Da erlöschen die Lichter, eine Hand erscheint und schreibt geheimnisvolle Worte in einer Flammenschrift an die Wand. Alle sind starr vor Schreck. Belsazar lässt seine Magier und das sonstige Esoterikpersonal kommen, aber keiner kann die Schrift lesen. Darauf antworten die Babylonier mit dem Chor Nummer 30, O Missgeschick. Händel baut dieses Stück ganz raffiniert auf, lässt kompakte Passagen mit quasi rezitativischem Singen abwechseln und malt die Verzweiflung der ernüchterten Partygäste fantastisch nach. Wie immer hier erst einmal das Original in Englisch. Ihr könnt das sicher 1:1 mitverfolgen. Viel Spaß! Und hier zum Üben, wie beim letzten Mal, zuerst Sopran, dann Alttenor und Bass. Die jeweilige Stimme ist leicht herausgehoben. Jeder Take dauert ziemlich genau 1 Minute 32 Sekunden. Du kannst dich also zu deiner Stimme durchscrollen oder schon mal mutig versuchen, auch bei den anderen Stimmen mitzusingen. Übrigens, weil ein Chormitglied mir gesagt hat, sie sänge immer la 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 mit, weil der Computer ja auch so singt, hier der Hinweis: Bitte singt auf Text und atmet, wo es durch die Kommata sinnvoll ist. Viel Spaß! Thank you.
Ich hatte ja versprochen, dass wir heute drei Chöre aus dem Belsazar uns vornehmen wollen. Hier der zweite. Wo sind wir gerade in der Geschichte? Der Perserfeldherr Cyrus hat, wie schon beim letzten Mal angekündigt, den Euphrat umgeleitet und ist drauf und dran, in Babylon einzumarschieren. Sein Perserheer freut sich schon auf den leichten Sieg, denn dank des Insiderwissens von Gobrias sind die Babylonier durch Belsazars Weinparty schwer gehandicapt. Voran, voran, nicht zaudert mehr, singen sich die Perser im Vivace Tempo Mut zu. Auf diesem schönen Gemälde, das ich euch unbedingt zeigen wollte, ist man schon mittendrin im Kampf. Man beachte den umgeleiteten Euphrat und die armen Babylonier noch im Party-Outfit. Händel lässt es sich nicht nehmen und versieht diesen extrem kurzen Schlachtgesang mit Pauken und Trompeten. Viel Spaß und wie immer singt das Militär zuerst auf Englisch. Das war wirklich ein bisschen sehr schnell und deswegen machen wir es etwas langsamer, aber jetzt nicht mit Sopran, Alt und Tenor und Bass, sondern gleich vierstimmig. Ich glaube, das schafft ihr. Macht es einfach ein paar Mal hintereinander. Viel Spaß dabei! Zwischendrin eine kleine Anmerkung zu den Noten. Du hast ja heute wieder drei PDFs zum Herunterladen, Ausdrucken und Mitsingen bekommen. Das wird aber mit der Zeit unpraktisch. Du hast immer mehr Einzelblätter, deshalb habe ich eine Chorpartitur erstellt, die übrigens schon vom Umfang her signalisiert, dieser Belsazar hat deutlich mehr Musik als der Samson vom letzten Jahr. 114 Seiten wollen geübt werden. Die Noten liegen ab heute Donnerstag bei Sigrid Neumann in ihrem schönen Linsenladen Lentikon in der Bergheimer Straße 17 zum Abholen bereit. Die Öffnungszeiten sind im Moment noch von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.
bring bitte abgezählt 13 Euro mit. So, und nun zum dritten Stück. Wir haben ja morgen einen Feiertag, leider ohne Maiwanderung. Da willst du sicher ein bisschen Besatzer üben. Unser letzter Chor für heute, die Nummer 36, ist ein Jubelchor der Perser nach gewonnener Schlacht und ein Preislied auf den Feldherrn Cyrus. Ein Riesenstück übrigens, denn auf den kompakten ersten Teil folgt ein kleines Fugato und dann eine richtig ausgewachsene große Fuge. Heute zuerst einmal der Einleitungsteil. Wieder hat Händel Pauken und Trompeten aufgeboten, um dem D-Dur-Chor den nötigen Festtagsglanz zu verleihen. Hier die englische Fassung. So, und jetzt noch einmal frisch ans Werk. Hier sind wie immer unsere Einzeltakes Sopran, Alt, Tenor und Bass. Viel Spaß! Thank you.
Das war heute ein bisschen viel Musik, aber ich glaube, du bist ganz glücklich, wenn du die schönen Tage jetzt auch üben kannst. Und ich kann es nur wiederholen, ich freue mich drauf, wenn wir uns endlich live wiedersehen. Tschüss!